Jo, moin Leute, ich habe gerade etwas spät die Aufnahme gestartet, leider, sorry. Wir sind hier im Kampf gegen Zebox. Wir sehen gerade sein Team, das will ich mir kurz aufschreiben. Nämlich, Pion Draghi. Da hatte sein Patina Raja. Silembrim. Voltula. Strepoli. Und Amigento. Weil eigentlich, Gento müsste aufpassen, er kann ja jede Platte haben. Auf jeden Fall, ich habe gerade ein bisschen Spiel geschaltet, die Aufnahme, es tut mir leid. Team B, den kam gestern. Team hier ist da. Und ja, wir leaden gegen dieses Team, weil ich mir ein Voltula-Lead sehr gut vorstellen kann. Einfach mal. Oh, wir haben. Das ist die Sache, was ich im Team, weil ich nicht angesprochen habe. Wir haben eine ordentliche Weakness gegen dieses Voltula. Jedoch. Haben wir jetzt nicht, dass es das größte Problem wird, weil es ja nicht so wirklich bulky ist und wir haben zwei Monster, die safe schneller sind. Ich gehe mit Ruckus an in den Lead. Vielleicht geht er mit Silembrim oder so. Das wäre sehr angenehm, weil Bronzo ist ja für Silembrim da. Auf jeden Fall, es geht los. Gegen auch, gegen Zebox. Und ich bin gerade unfassbar hyped, so wie die Nogi auch schon. Common Drapion. Das ist gerade ein bisschen kacke. Der liest es nicht um in unserem Favor. Folge ich direkt raus. In Smogmog. Wir werden mal schauen, was Pion Draghi so kann. Weil wir wollen ja nicht unbedingt veröffentlichen, dass wir den Hitzeschutz auf unserem Bronzong spielen, weil es jetzt irgendwie ein Abbeben oder so kommt. Und Torwart ist drin. Und da kommt ein SD. Wir haben Haze dabei. Freut mich, kein großes Problem. Heißt, wir gehen jetzt halt auf Dunkelnebel. Und dann im Maxen tun wir hier nicht. Das machen wir erst mit Lapras. Aber, wait. Ich will hier welchen. Verhöhner, okay. Das ist jetzt nicht so cool. Was kommt jetzt noch? Was hat er denn jetzt? Wahrscheinlich noch Abschlag. Und, oh, keine Ahnung, auf jeden Fall, wir können jetzt Wunderdampf drücken. Vielleicht verwirren wir ihn ja damit. Oder hoffentlich verwirren wir ihn damit. Wäre cool. Okay, nein, tun wir nicht. Da können wir gleich mal kalken. Wie viel macht Barrascuda mit Choice Mail Aqua Jet gegen Drapion? Und es war ein Crit. Ich weiß nicht, ob ein Crit, ob es ohne Crit aus, auch ausgehört hätte. Ah, das ist jetzt echt unlucky so. Drapion. Aqua Jet reicht vermutlich nicht, ja. Weil müssen wir jetzt in die Mani und den Draco klicken. Was natürlich sein. Sein Dinger recht safe rein mit den Silembrim. Aber wir müssen es machen. Wir sollen dieses Pion Draghi hier nicht wegbekommen. Wollte ich jetzt auf Draco. Und so ist recht früh schon unser erstes Mon weg. Wenn wir das machen, weiß ich übrigens das Wichtigste. Vor allem, weil er hat Strepoli dabei. Das hab ich übersehen. Scheiße. Das müssen wir irgendwie anders wegbekommen. Aber wir haben den Abschlag auf unserem Affen, auf Rillaboom. Okay, jetzt kommt Silembrim, ne? Ja, Sabina, das sollte Silembrim sein. Ja, wollte ich. Ich gehe jetzt direkt in. Oh, das. Der Anfang gefällt mir schon mal so absolut gar nicht. Logischerweise. Das kommt rein. Ich und Gerät können jetzt auch nicht mehr groß kalken, was das Set war. Anfang war direkt nicht so cool. Was steht da halt? Dragon. Steht halt ein. Ja, Flamethrower hat halt safe nicht gereicht. Flash kann er wahrscheinlich erst recht nicht. Also, selbst wenn wir es dabei gehabt hätten, hätten sie es nichts gebracht. Und Ballsy Plane auf U-Turn wollte ich jetzt auch nicht in dem Moment. So, Ruckus kommt rein. Magieflamme. Er wird jetzt herausfinden, dass wir hier Heatproof spielen.
Spezialangriffsdrop juckt jetzt nicht wirklich. Wir gehen aufs Erdbeben. Weil hier wahrscheinlich Pion Draghi reinkommen wird. Und uns Lembrim eben nichts kann. Okay, gehen die Giga Dynamax. Heißt zu toxen das. Aber nee, wir können es ja nicht mehr toxen. Ich hab erst wieder, ob ich rocken soll. Erdbeben. Okay, ja, wir sind schneller. Lustigerweise. Ja, also Heatproof Bronzong, der lebt das easy. Vielleicht können wir ihn ja flinchen, wenn wir jetzt einmal auf den Eisenschädel gehen. Ja, so Ruckus gegen Hatterene. Wir machen einen Dynamax. So, in der Sonne, aber wir haben die Citrus Berry. Geh nochmal auf Eisenschädel, ich muss das gerade machen. Ich könnte natürlich auf die Magieflamme in Trikefalo gehen, aber ist mir persönlich zu risky, weil dann eben im Nachhinein eh wieder eine Feenattacke kommt. Dann muss ich mich wieder zurück in Bronzong und so weiter. So, ich hatte einen Iron Head so gemacht. Er ruft zurück, okay. Steroid, das ist Stepoli, okay. Wir gehen in Terminus und drücken den Abschlag. Ja, Abschlag, okay, passt. Nehme ich. Und mir ist aufgefallen, ist Pesseron gar nicht dabei. Auch wenn ich sehr viel Schiss vor dem Ding hatte, aber ich hätte Lapras wahrscheinlich trotzdem mitgenommen, so ist nicht. So, aber er hat jetzt schon mal seine Gear Dynamax weg, was sehr praktisch ist für uns. So, Abschlag, schon wenn die Evolie weg ist. Na, ja, was ein Crit. Evolie ist weg. Und Toxin kommt, okay, ja. Aber wir, ja. Gottung OP, der weicht einfach mal aus, der Junge. Und, okay. U-turn wir raus. Sache ist in was? Schlippeli scheint ja recht defensiv zu sein, so, ne? Ah, das Toll weg ist, das fuckt mich halt schon so ein bisschen ab. Wäre noch sehr praktisch gewesen im Game, aber ich konnte da den Pion Draghi nichts reintun. Wenn es dann eben das Setup kam, konnte ich nicht mehr hasen. Weil die 40 habe ich noch? 26, okay. Ich hoffe, die Kehrtwende. Die Nacht tatsächlich nicht mehr so wenig. Sollten knapp 5% gewesen sein. So. Von Rillaboom. U-Turn. Auf Level 50 natürlich auch. Jo, der scheint offensiv zu sein. Kann natürlich auch speziell defensiv sein. Aber, wenn der kein Evolid mehr hat, wie viel macht dann von Baras gut? Ja, Baras gut, die Liquidation. Okay, die macht nix. Lapras, G-Max, Inara. Macht jetzt auch nicht wirklich viel. Ich mach der Draco. Draco macht auch nicht genug.
Ah, ich will auch keinen Abschlag auf Victor kassieren. Hey, wait, ich bin auf Parascooter gerade gegangen. Hab ich zu spät gedrückt? Mann! Dieses Kackstrepoli. Ich habe gerade ein Riesenproblem, weil das Torwart weg ist. Ist ein Riesenproblem. Weil ich eben dadurch dieses Stripoli nicht mehr gehandelt bekommen gerade. Und ich will Trickgefälle auch aktuell nicht throwen. Wobei. Barscooter ist tatsächlich. Oh. Ne, ich mach's jetzt so. Durch den Draco, falls er den, vielleicht den Mag Punch nicht hat. Throw Imani. Okay, hey, warum hat es denn so wenig gemacht mit dem Draco? Ach, der ist nicht Full HP oder was? Hä? Ja, da. Draco macht hier irgendwie sau wenig. Ah, der ist dein, weil ich noch deine Max drin hatte, deswegen. Okay, ja. Kacke so, na. Jo, ist Eisheim ein bisschen kacke so. Ich glaube, ich claime den Kill mit Terminus. Geht einfach aufs Erdbeben, holen wir den Kill. So, Erdbeben und erster Kill für Gautrom und erster Kill auch für uns in diesem Kampf. Strepoli ist. So. Das ist ein Voltula. Ist wie schon gesagt problematisch das Ding. Wie viel macht Barascooter gegen das. Dieses Spinnchen. Auf Level 50 ist Liquidation One-Shot. Vielleicht müssen wir ihn anschippen. Wir müssen ihn nur anschippen, dann ist er weg. Und ich vertraue jetzt Terminus auch mal an, dass er es schafft, einen Käfer hier oben zu tanken. Go, Gautrom, da war nicht. Hätte vielleicht halten sollen, aber. Ach. Das ist Münch, hatte ich ja nicht. Ich konnte da gerade nicht rausgehen. Ich konnte da gerade legit nicht rausgehen. Sache ist, was hat er denn jetzt noch? Amigento, bei dem ich nicht weiß, welchen Typ das Ding hat. Silembrim ohne Gear Dynamax und Patina Raja. Ich will, ob ich jetzt in Ruckus gehe und den Throw, ja, und mit ihm einfach, ja, hier auf den Druck abbeben. Oder ich lege meine Rocks. Wäre auch praktisch so. Rocks oder EQ, Rocks oder EQ, Rocks. Sache ist, ich muss EQen, weil... Ich hätte die Rocks sehr gern draußen, aber ich muss das Ding hier wegbekommen. Mit Spezial und Spezial Bronzong tanke ich, soweit ich weiß, alles auf der Range. Okay, geht raus. Kommt hier und Draghi. Benjamin kommt. Okay, was ist das? Palina Raja, okay. Mit meinem Speedinvesten soll ich tatsächlich sogar noch schneller sein, weil ich kann sogar noch rocken. Außer der ist Speedinvested. Ich lege meine Rocks.
gegen Ox. Lol, XDD. Er ist schneller, okay. Aber ich habe Heatproof. Ruck, bist du Gott. Holy shit. Heatproof regelt Rammer so komplett. So, die Rocks waren jetzt sau wichtig. Simon ist Half-Life, ne? Cooler gegen Hatterene. Ich gehe jetzt in Victor und drücke Liquidation. Ich könnte jetzt auch auf Nahkampf oder Gift-Tip gehen, aber ich weiß ja nicht, was wegen seinem Amigento, aber ich weiß nicht, welchen Typ dieses Amigento hat, folglich mache ich das aktuell nicht. Ich tippe auch mal, dass ein Amigento darauf ausgelegt sein wird, dieses Parakiefer hier etwas auszukontern. Weil Scarfed sein kann es nicht. Allgemein kann sein Team gar nichts mehr gescarfed sein. Was ich tatsächlich sehr entspannt finde, weil dadurch halt jetzt Parakiefer schneller als alles ist. Und Kill Nummer 3 für Barakiefer im ULT. Ah. So, ich kann mich dann die Narrator auch wegstreichen. Das hier kriegt Rocks Damage. Ist die Sache, ist das Ding gescarft? Er kommt gerade sehr aggressiv rein. Ist ja natürlich noch gescarft, sonst habe ich auch vergessen. Ich bin speziell defensives Lapras, ne? Ich bin Fistef, okay. Galventula. Ich kann nicht raus. Ich kann so gerade nicht raus. Weil ich gebandet bin, kann ich nachher nicht mehr move. Lol, er ist nicht gescarft. Was war denn das jetzt? War es einfach nur Throw? Wollte er gerade, dass ich rausgehe? Kann sein. Auf jeden Fall haben wir das Ding. So, was kommt jetzt rein? Barakiefer, ich liebe den Jungen. Holy fucking shit, ist der insane. Wegen diesem verfickten Highspeed. Holy shit. Burger Scooter. 136 Speed, der Junge. Completely insane. So, kurz mal Kalk in Drapion. Wie viel machen wir mit einem SD-Drapion? Selbst wenn er full. Selbst wenn er full Death ist. Full HP. Wie viel machen wir dem? Auf Level 50. Ich kann natürlich tryen jetzt zu killen, aber ich spiele recht safe. Ich gehe jetzt in die Nara und gehe auf die Giga Dynamax. Und drück einfach die Hydropumpe. Vor allem, weil ich nachher gegen Amigento mein Barakiefer haben will. So, Lapras. Giftstreich kommt, bitte keine Poison. Nara wie ein Gott, holy shit. So. Kampf. Dynamax. Hydropumpe. Mal Dynaflut in dem Fall. So, Lapras, hau rein. Du,
kannst es. Du hast letzte Woche schon gezählt, was du kannst. Du kriegst es auch nochmal hin. Aber wenn der Feld schneller ist als du. Das ist auch. Das Eis. Bist ja Eiskiffer schneller als du. So gefühlt. Was bin ich? Das ist Amigento. Das ist ein Stahl-Amigento? Oder ist es Flug? Nee. Es hat auf jeden Fall gerade. Es hat auf jeden Fall gerade die Rocks resistet. Es ist Stahl. Das sollte Stahl sein, ja. Aber Stahl kommt ja in Hydro Pump auch nicht so krank rein. So ist es nicht. Schöne 474 KP. So muss das. Und Dynaflut. Oh, dieses Drache. Oder? Kannst du rechnen? Oder nur mit speziell defensives Stahl? Okay, sie kommt mit speziell defensiv Stahl aus. Muss man, ich will das mal schauen. Haben wir 90, haben wir 100, okay, ja. Weil ich irgendwie am Anfang dachte, dass alle Düna-Attacken gleich stark sind. Stahl kommt, ja. Nur effektiv, ja, das passt. Das ist Stahl. Lapras Bulk den Shit weg. Wie ein Gott. Alter, ich liebe das Ding. Holy fucking shit, ist das gut. So, vielleicht können wir dann theoretisch das Silentrum Parish trappen. Wir wollen. Auf Gear-Melodie gehe ich jetzt nicht. Weil ich nicht weiß, ob ich das Ding damit killen kann. Nein, fuck. Habe ich das dann zum Auswählen gebraucht? Oder es hat Disconnect. Oder habe ich hier irgendwie Auswählen gedrückt? Ich war auf jeden Fall auf die Gear-Melodie. Auflockern kommt, okay. Notfall sinkt. Ja, Melodie kommt, okay. Wollte ich jetzt zwar nicht gerade, aber. So. Wenn wir jetzt wieder klein. Aber haben unseren Aura-Share draußen. Haben zwar dann auch die Poison, aber wir haben jetzt eben nochmal fettere Fistef. Was ziemlich cool ist. Und natürlich auch fettere Spätzef gegen Silentrum. So. Lapras, Alter. Ich liebe dich, Lapras. So. Hydrohumme, du musst jetzt treffen. Bitte, Lapras. Du musst jetzt treffen. Bitte triff, bitte triff. Nochmal auflockern. Ah, wait. Wegen dem Shield. Okay, passt. Bitte treffen. Lapras, bitte. Treffen. Nein! Lapras, please. Wobei auf der aktuellen Range. Auf der aktuellen Range kriege ich, glaube ich, alles mit Barakiefer down. Außer das Piondagia definitives Investment. Aber sonst kriege ich alles. Abgangstirade, okay. Kommt jetzt das Dinger rein, das Piondagia oder was? Dann gehe ich dann gleich auf Parish Trap. Gehe ich dann gleich auf Parish Song oder auf was gehe ich? Sabrina kommt rein, okay. Wollte ich jetzt hier auf Parish Song. So, Hydrobomb betrifft. Und ich gehe jetzt auf Parish Song, damit dieses Ding sich jetzt nicht bis zum Ende boosten kann. Abgesang, go. Ja, Sorge, mach. Oh, so viel. Vor allem muss ich jetzt hoffen. So. Ah. Victor, go. Victor, I believe in you.
Die anderen beiden kriege ich weg. Die anderen beiden kriege ich weg. Aqua-Durchstoß. Bitte kill den. Bitte, bitte, bitte. Der wird wahrscheinlich auch nicht full, HP sein. Den werden wir auch killen können. Der wird ja wahrscheinlich schneller sein als Gortron. Bitte, bitte, Barakifa, bitte, 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 bitte. Ich bin natürlich auch nicht bei meinen Kalken, ob ich überhaupt Hoffnung haben darf. Fick ihn. Es killt nicht, okay, bitte tanken, bitte tanken, bitte tanken. Tank den Gigasauger, bitte. Irgendwie, tank ihn. Scheiße. Okay, Leute. Crit, Junge! Hätte er gekillt. Er hätte killen können, je nachdem wie er speziell offensiv invested ist. Holy shit. Ah. Das tut weh. Wo war nochmal der andere Crit? Am Anfang war aber auch nochmal einer, ne? War es nicht der Crit gegen Smogmog? Weil es ihn ja auf plus 3, auf plus 4, weil ich weiß nicht, ob der gemeldet hat. Aber auf jeden Fall. Das war's mit dem Kampf gegen Seebox. Nächste Woche geht's wieder weiter. Und ich bin jetzt ein bisschen destroyed, aber egal. Nächste Woche wird's wieder besser laufen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.